Die menschliche Spinne von den Harkonnen. Ist sie womöglich die getötete Frau von Dr. Yuhe pervertiert in einen Spinnenkörper? Oder ist sie das Werk der abscheulichen Bene Tleilax oder gar etwas völlig anderes? Klar ist, dass sie in Velenövs Werk den Harkonnen mit einem bestimmten Zweck übergeben wurde. Dune präsentiert das Haus Harkonnen als sadistisches Haus, doch ihr Haustier ist wohl das Unheimlichste an ihnen. Die schaurige Spinnenkreatur mit menschlichen Händen aus Villeneuves ersten Teil, welche sich auf Gedi Prime über den Boden bewegt. Dies passiert, während der Baron Peter DeVries und Reverend Mother Mohame über die Intrigen des Hauses Harkonnen sprechen. Ist dieses Spinnenwesen ein grausames Geheimnis von Folter oder Genmanipulation? Das werden wir in diesem Video näher ergründen. Die wahre Natur dieses Wesens bleibt unklar und bietet Raum für Spekulationen. Die wildesten, die wir finden konnten, tragen wir euch hier zusammen. Vor dem Befehl des Imperators, dass die Atreides die neuen Verwalter von Arrakis werden sollen, herrschten die Harkonnen 80 Jahre lang über den Wüstenplaneten. Dies hat den Baron zu einem äußerst reichen und mächtigen Mann gemacht, der praktisch alles im Universum kaufen kann. Die Harkonnen von Dune sind nicht nur für ihre Grausamkeit, sondern auch für ihre dekadente und verdorbene Natur bekannt. Das Haustier des Barons symbolisiert eindeutig die Lasterhaftigkeit und Maßlosigkeit der Harkonnen. Obwohl eine solche Kreatur im ersten Buch von Frank Herbert nicht erwähnt wird, könnte das zusätzliche Quellenmaterial des Films möglicherweise Licht in dieses gruselige Rätsel bringen. Kreaturen und Rätsel wie diese und noch viel mehr decken wir auf diesem Kanal auf. Belohnt das bitte mit einem Abo für unsere Arbeit. Danke. Das Haustier der Harkonnen ähnelt einer Schöpfung der Bene Tleilax, einem bedeutenden Haus in den Büchern, das in dem Film nicht vorkommt. Die Bene Tleilax, auch bekannt als Tleilaxu, sind eine Gruppe von isolationistischen, technologisch fortgeschrittenen und fremdenfeindlichen Menschen mit genetischen Verbesserungen. Im Buch konvertierten die Bene Tleilax Peter DeVries zu einem kalten und kalkulierenden Mentaten, damit er dem Baron dienen kann. Sie handeln auch mit künstlichen Organen und Klonen, die an den Höchstbietenden verkauft werden. Es wäre also nicht überraschend, wenn die Bene Tleilax dem Baron eine so ungewöhnliche Kreatur als Haustier zur Verfügung stellen würden. Außerdem werden die Tleilaxu im ersten Dune-Buch kurz erwähnt und ihr tatsächlicher erster Auftritt findet erst in Herberts zweitem Buch Dune Messiah statt. Das bedeutet, dass das unheimliche, namenlose Haustier des Barons möglicherweise die Beteiligung der Tleilaxu an Villeneuves geplanten dritten Film vorwegnimmt, der auf Dune Messiah basieren wird. Eine alternative Möglichkeit ist, dass das Haustier der Harkonnen ähnlich wie einige von Pauls Träumen und Visionen in Dune eine Hommage von Villeneuve an Alejandro Jodorowsky sein könnte, einem renommierten Filmemacher, der in den 70er Jahren bekanntermaßen an der Verfilmung des Romans gescheitert ist. Die unheimliche Kreatur ähnelt nämlich stark dem Tarantuwolf aus The Metabarons, einem von Jodorowskys verfassten Comic, der vom argentinischen Künstler Juan Jiménez illustriert wurde. Wie viele Filmemacher bewundert auch Villeneuve Jodorowsky, was sich auch in der Darstellung des Blutvergießens der Sardaukar auf Salusa Secundus in Dune Part 1 widerspiegelt. Eine verstörende weitere Möglichkeit ist, dass das Haustier der Harkonnen tatsächlich Dr. Yuhes Frau ist. Der Baron erpresste Yuhe, die Atreides zu verraten, indem er seine Frau als Geisel hielt. Obwohl der Film andeutet, dass der Baron bereits Vanna getötet hat, wird dies im Gegensatz zu anderen wichtigen Charaktertonen in Dune nie explizit gezeigt. Möglicherweise hat der Baron Vanna auf unheimliche Weise in sein seltsames Haustier verwandeln lassen. Wie die ehrwürdige Mutter zeigt, reagiert die Kreatur auf Befehle, was darauf hindeutet, dass sie die menschliche Sprache versteht. Außerdem wäre es nicht ungewöhnlich, wenn der Baron die Biologie einer Bene Gesserit-Schwester verdreht hätte, um bestimmte Geheimnisse für sich zu behalten. Die genauen Ursprünge des spinnenartigen Haustiers des Baron Harkonnen sind auch nach Part 2 immer noch unklar, aber die visuellen Effektkünstler von Dune haben bestätigt, dass die Kreatur einst ein Mensch gewesen sein soll und seitdem mutiert oder verändert wurde, um diese beunruhigende Form anzunehmen.
In Dune Part 2 tauchen auch veränderte, kannibalenhafte Frauen bei den Harkonnen auf. Wollt ihr dazu ein Video? Dann lasst es uns in den Kommentaren wissen. Generell ist der Baron Harkonnen in Dune sicherlich verdreht genug, um so eine Mutation selbst durchführen zu lassen. Insbesondere, wenn die Spinnenkreatur Dr. Yuhes Frau Vanna ist. Vanna war eine Bene Gesserit-Adeptin und Frau von Dr. Yuhe, der Herzog den Leto dem Ersten unterstellt war und ihm als seinen Sug-Arzt schließlich verriet, nachdem seine Sug-Konditionierung aufgrund von Vannas Leiden gebrochen worden war. Ihre Lieblingsstelle in der orangefarbenen katholischen Bibel von Vanna lautet: Denkt daran, dass ein Gehörloser nicht hören kann. Welche Taubheit mögen wir dann nicht alle besitzen? Welche Sinne fehlen uns, dass wir eine andere Welt um uns herum nicht sehen und hören können? Wie sadistisch wäre es von dem Baron, diesen Menschen um all seiner Sinne zu berauben und mit einer perversierten Form von einem Spinnenkörper die menschliche Physis so zu verändern, dass ein Leben als Mensch nicht mehr denkbar wäre, sondern nur noch als Kreatur mit gänzlich verdrehten Sinnen und einer gewissen Taubheit für die Existenz. Es wurde angenommen, dass Vanna auf Befehl von Baron Wladimir Harkonnen getötet wurde, obwohl der Baron Yuhe belog und behauptete, dass sie noch am Leben sei, um sicherzustellen, dass er den Herzog Leto tötete. Würde er sie als Spinne nah bei sich behalten, wäre das noch eine Steigerung des Sadismus dieses Herrn. In der Miniserie Frank Herberts Dune aus dem Jahr 2000 wird aber bestätigt, dass Vanna von den Harkonnen getötet wurde und ihre Leiche wird während der Belagerung von Arrakien nach Arrakis gebracht, um Yuhe kurz vor seiner Ermordung gezeigt zu werden. Hier wird nichts davon erwähnt, dass diese Leiche Ähnlichkeiten mit der Physis einer Spinne gehabt haben könnte. Sollten wir diesem Fakt vertrauen, würden wir wieder zurück auf die Spur der Blene Tleilaks kommen. Dieses Volk, was sich Genmanipulation und Klonung auf die Agenda geschrieben hat, könnte also in einer gewissen Grausamkeit dieses pervertierte Wesen extra für den Baron erstellt haben. Ob dieses Wesen mehr als ein Haustier ist oder vielleicht erst der Anfang seiner Evolution und später zu einer ungeahnten Größe mutieren kann, ist wieder reinste Spekulation. Das, was wir aber erhoffen, ist, dass wir in Dune Part 3 ein paar Verweise und Hinweise zu diesem Wesen bekommen, denen wir weiter auf den Grund gehen können. Da das Haustier der Harkonnen weder in den Büchern noch in anderen Adaptionen von Herberts Werk vorkommt, ist es schwer zu sagen, ob deren Existenz zu erklären ist. Es könnte sein, dass die Filmmacher einfach etwas einbauen wollten, um die Atmosphäre des Films zu verstärken. Eine derart verstörende Kreatur könnte jedoch ein Vorgeschmack auf etwas anderes sein, das später kommen wird, da die Fortsetzung Dune Part 3 mit dieser Kreatur Raum für das Erscheinen der Tleilaxu gibt. Bleiben wir sehr gespannt, was es mit diesem Wesen schlussendlich auf sich hat. Also bleibt bei Sinnen und verfallt wie immer nicht dem Wahnsinn. Bis bald.